Ganz Deutschland lästert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dank Patricia Schlesinger. Endlich sind die Unantastbaren von ARD und ZDF zumindest mal im Visier breiter Kritik. Aber auch aus den richtigen Gründen. Ich sage, der Dampf hochkochender Emotionen darf uns nicht den Blick vernebeln. Da ist was faul im Staate Schlesinger. RBB und ARD-Chefin Patricia Schlesinger haut die Kohle raus, als wäre es nix. Drum ist sie jetzt weg, mit Hohn vom Intendantenthron. Die Frau gönnte sich im Führerbunker sündhaft teures Parkett, Partys mit Champagner, Edelsofas, sogar eine selbstbewässernde Pflanze. Das lässt der Deutsche seinen leitenden Angestellten nicht durchgehen. Ansonsten jedoch so gut wie alles. Seien wir ehrlich, es gibt unzählige Gründe, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zu kritisieren. Unausgewogene Berichterstattung, zu teuer, Framing, politisch begünstigte Besetzungen, Faktenerfinder, Regierungsnähe, Stefan Moss am Sonntagvormittag. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland macht schon lange keine gute Figur. Nur, es interessiert kaum jemanden. Aber sobald der Neidfaktor getriggert wird, dann, und offenbar nur dann, sieht sich der Deutsche zu einem lauten Aufschrei veranlasst. Erst recht, wenn Privilegien zulasten der Allgemeinheit gehen. Denken wir kurz zurück an den Skandal mit den VW-Mitarbeitern. Oder war es die Hamburg-Mannheimer? Auf jeden Fall war der Schauplatz Brasilien. Oder anderswo. Egal, wir erinnern uns alle an das Wesentliche. Ein großes deutsches Unternehmen hatte vor Jahren mal ein paar besonders nutzbringende Mitarbeiter mit allerlei Naturalien belohnt in pompösem Ambiente. Nutten, Koks, Champagner, Swingerpartys am Hotelpool, alles war dabei. Irgendwann kam's raus. Das Land zutiefst erschüttert. Allerdings nicht aus moralischen Erwägungen, nein. Die meisten störten sich nur daran, dass die Firma diese üppigen Orgien bezahlt hatte. Dahinter gehen Familienväter scham- und gummilos ihre Ehefrauen und zu Hause wird allein das Abrechnungsverfahren moniert. Ich bin fest davon überzeugt, wenn einer dieser ausgezeichneten Mitarbeiter im Interview bei Stern TV anhand von Quittungen hätte nachweisen können, dass er die Nutten und den Koks aus eigener Tasche bezahlt hat, dann hätten die Deutschen gesagt, na wenigstens einer von denen hat sich anständig verhalten. Der Fall Schlesinger zeigt, unser Tugendkompass hat einen Hau weg. Vermeintlicher Luxus von Einzelnen ist nicht unser Problem, im Gegenteil. Führungskräfte repräsentieren etwas, manchmal sogar eine gesamte Gesellschaft. Ein Boss, ob männlich, weiblich, divers oder pervers, ein Boss hat nicht nur das Recht auf Klunker im Bunker, er hat sogar die Pflicht dazu, auch beim Fernsehen. Jeder Mensch, der eine Intendantin beruflich besucht, muss denken, hui, bei denen läuft's aber, mit der lege ich mich besser nicht an. Ganz aktuell gibt es von Frau Schlesinger eine Stellungnahme zu genau diesem Punkt. Sie sagt freimütig, es sei gewollt, dass Gäste ein Dinner als private Veranstaltung statt eines offiziellen Meetings wahrnehmen. Top-Entscheider würden dadurch, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, gewinnbringend eingelullt. Wissen Sie was? Ich glaube der Frau, sowas ist Usus, überall. Im Bestfall profitieren Belegschaft und Kundschaft sogar davon. Womöglich kriegen einige gerade Schnappatmung am Bildschirm und fragen, hey, verteidigt ihr jetzt etwa die böse Schlesinger? Ja, ich verteidige sie in den aktuellen Anklagepunkten. Aus gutem Grund. Schauen Sie hier. Unsere jungen Journalisten müssen lernen, Gesinnung und Haltung auseinanderzuhalten. Gesinnung hat im Journalismus nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Haltung dagegen brauchen wir sehr wohl. Zu sagen, was ist, ist zum Beispiel eine Haltung. Das war erst kürzlich eine eindeutige Replik von Frau Schlesinger auf Kollegen von NDR und WDR. Toll fanden die das bestimmt nicht. Überdies verzichtet die Frau weitgehend aufs Gendern und auch sonst hat sie immer wieder selbstkritische Sachen gesagt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist ihr vielleicht das in Wahrheit zum Verhängnis geworden? Meinen wir denn ernsthaft, wenn jetzt RBB-Kameras die Intendantensuite hochnehmen, dann sehen die Leute dort das geölte italienische Parkett ihrer Chefin zum ersten Mal und fallen aus allen iClouds? Sie kennen und spielen mit uns. Einige drehen jetzt sogar glatt den Spieß um und nutzen diese Affäre als Beleg der großen öffentlich-rechtlichen Kompetenz, sogar in internen Angelegenheiten. Unfassbar.
Bestimmt wird es bald von Seiten der neuen ARD-Intendanz eine Pressemitteilung geben, in der es heißt, dass Ausgaben für Pflanzen und Sofas ab sofort einen bestimmten Betrag unter strenger Beachtung des aktuellen IKEA-Katalogs nicht überschreiten dürfen und Bewirtungsbelege ausschließlich nach normierten Kriterien zu erfolgen haben. Na und schon denken alle, na siehste, sie lernen draus, das System ist okay. Nein, das System ist das Problem. Der Skandal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sind nicht verzierte Sofas für 2000 Euro, sondern verlogene Dokus für 2 Millionen Euro. Die Menschheit braucht auch keine eigenen Funkhäuser in Bremen und im Saarland. Reformen sind nötig. Eine Entkrankung durch Entschlankung. Das Volk wird längst nicht mehr erleuchtet, sondern geblendet im Fernsehen. Nicht informiert, sondern düpiert. Da wundert ihr euch, dass viele das nicht mehr wollen. Liebe Chefs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, macht einfach euren Job so, wie es sich gehört. Prüft die Themenwahl und Berichterstattung eurer Leute auf Ausgewogenheit, Fairness und Stichhaltigkeit. Hört auf mit eurer ständigen, alle Andersdenkenden sind Nazis, Pauschaldiffamierung. Und dann stellt euch alle ruhig einen Massagesessel für 10.000 Euro in die Bude. Von mir aus auch gern mit belgischen Gigolos oder brasilianischen Nutten. Happy Ending. Guten Abend.